Servus Leute. Wie ihr seht, oben rechts an meinem Kontostand hat sich da ein bisschen was getan. Außerdem bin ich auch Level aufgestiegen, berühmt. Und zwar habe ich zwischen der letzten Folge und dieser ein bisschen weitergespielt. Ich habe mir zwar keine Autos gekauft, wie ihr schon seht. Sieht unser Haus auch etwas anders aus. Aber erstmal hier zur Karte. Wie ihr seht, haben wir viel mehr Rennen inzwischen. Da auf dem Wechsel zu berühmt auch wieder was freigeschaltet wurde. Und für die Leute, die vielleicht schon erkannt haben, eine neue Live Extreme Series Episode. Aber nein, wie gesagt, ich habe bisher weitergespielt, einfach dass wir mehr Geld haben. Ich habe von den neuen Rennen wie Motocross und so noch nichts gemacht. Ich glaube, ich habe ein Pro Racing Rennen gemacht mit Touring Cars. Und in dieser Folge würde ich sagen, wir schauen uns einfach mal das Zuhause nochmal, gehen mal kurz durch, weil da hat sich bisher was verändert. Und vielleicht machen wir das Live-Extreme-Rennen. Oder was heißt vielleicht, wir machen heute noch das Live-Extreme-Rennen in dieser Folge. Und in den nächsten Folgen widmen wir uns dann mal den neuen Disziplinen, die wir freigeschaltet haben. Hier kommt mal wieder dieser wunderschöne Loading-Screen, der viel zu lange geht. So, also wie wir sehen, hat sich der Boden hier bisher verändert. Ich weiß nicht, ob die Vorhänge und so, generell die Einrichtung halt alles. Bisher schicker, bisher moderner. Hier, viel verändert. Gehen wir nochmal einen Aufzug ein. Schauen wir noch. Wir haben kein neues Geschoss dazu bekommen, aber wir können ja nochmal in der Garage nachschauen. Ja, hat sich auch bisher was verändert. Wir haben jetzt noch eine Seite freigeschaltet, sozusagen, sage ich mal. Ja. Diesen Mercedes hier, den habe ich mir nicht gekauft, den habe ich eben in diesem Touring Car Rennen gewonnen. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf die Karte, um das neue Live Extreme Rennen zu beschreiben. Wo haben wir es denn? Hier, wunderschön LA. Cool, das Event ist verfügbar. Nicht so cool, dass es noch gesperrt ist. Oh, du willst es freischalten? Dann sorge dafür, dass du alle erforderlichen Fahrzeuge hast und du bist dabei. Oh wow, ach nein, was fehlt uns? Jet Sprint? Oh nee, das ist nicht dein Ernst, oder? Oh wow, ich würde sagen, wir fangen aber heute mal im Pro Racing HQ an. Ja, dann müssen wir uns das leider noch bis halt aufschieben. Oh wow, ich wusste es echt nicht, dass es nicht geht. Ich habe das freigeschaltet und dachte mir auch, komm, nächstes Mal, wenn du aufnimmst. Heute ist übrigens Samstag für die Leute, die es interessiert. Ich glaube, die Folge kommt am Mittwoch erst raus. Muss ein bisschen vorproduzieren, weil ich bin nächste Woche nicht da. Oder nicht die ganze Woche da. Hier haben wir Air Race freigeschaltet. Ich würde aber trotzdem lieber Touring Car zuerst machen. Aber einfach nur, dass ihr das hier schon nochmal seht. Air Race haben wir jetzt freigeschaltet. Hier steht immer noch die komische. Ja. Weiß nicht, ob wir jetzt gleich hier so ein Rennen fahren sollen oder was fehlt uns hier nochmal? Powerboat. Ne, Jet Sprint. Sprint, genau. Wir gehen auf alle Fälle hier mal ins Offroad HQ, weil da ist ja Motocross und das habe ich, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt, dass wir das mal machen können. Und deswegen machen wir das heute auch. Nebenbei wurden auch Drift und Drag freigeschaltet. Driften finde ich Innenansicht, ich habe es letztes Mal ausprobiert, Innenansicht geht schon. Außenansicht finde ich Driften extrem scheiße, Innenansicht geht aber super. Das werden wir vielleicht auch in den nächsten Folgen mal in Angriff nehmen. Dann haben wir hier noch Rallycross freigeschaltet. Und im Jet Sprint und ich weiß gar nicht, ob wir Monster Truck auch schon, aber Monster Truck finde ich halt auch echt kacke. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist lustig, aber auch kacke. Ich würde sagen, wir kaufen uns gleich die KTM hier. Kaufen wir mal mit denen, die kriegt man übrigens auch. Also ich habe da jetzt kein Echtgeld ausgegeben, die kriegt man immer bei Level Aufstieg und so.
Ja, ein paar Rennen. Vier. Karte ist eh schon so voll. Würde sagen, starten wir noch gleich mit dem hier, oder? Motocross habe ich in der Beta gesehen, muss ich Innenansicht fahren, weil Innenansicht ist zwar auch nicht so geil, aber Außenansicht ist Im noch richtigen beschissen, ne? Motocross geht's um die Sprünge. Die Fans können nicht genug davon bekommen. Also zeig mir mal, wie gut du fliegen kannst. Aber pass bei der Landung auf. Hier die Steuerung ist so. Ah, was ist denn da? 2, 1, go. Ich probiere auch jetzt gleich zu springen, weil da haut. Also so. Salto und was weiß ich, weil da haut's mich eh hin, von dem her. Lass mal das lieber. Aber diese Motocross-Strecken sind schon echt ganz gut hier zu fahren. Weil man da auch teilweise ganz gut abkürzen kannst. Ah, hier geht's rechts. Ich glaube, ich bin in der Beta diese Rennen schon gefahren. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Ja, doch. Eieiei. Ja, das ist so beim Motocross auch komisch. Irgendwie manchmal landest du dann auf diesen Schanzen so komisch. Und dann bist du übelst langsam. Hier auch wieder. Schau, warum landet der so viel besser? Warum? Ich verstehe es. Aber hier, ja, genau, das habe ich schon mal gefahren. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Kann man so schön abkürzen. Ja. Nein, ich will nicht gegen die Wanderspringer. Ja, hier habe ich die jetzt mal gut erwischt, die Schanze. Nö. Schon geil, Motocross irgendwie. Ich finde das schon echt geil. Wenn ich das in echt wahrscheinlich nie so fahren könnte, weil ich immer Angst habe, dass mich übelst hinmault. Dass mir da alles gebrochen habe, was ich brechen kann. Ja, ah, das war auch wieder so. Ja, warum erwische ich die denn immer dann so schlecht? Warum bin ich da hier viel zu langsam für oder was? Wahrscheinlich. Ich muss wahrscheinlich da auch früher Nitro einsetzen. Ah, ich dachte schon, das wäre eine mit zu viel Kollision, dass mich da übelst dagegen haut und ich das ganze Rennen vergessen kann. Up. War doch ganz geil. Hui. Boah, den habe ich ja sogar geschafft. What the fuck? DJ Steel, yes, it's worth buying. Definitely. The steering is sometimes a bit. It's not the best, but the game is awesome, believe me. Herum, oder? Was ist hier? What the fuck? Oh, da war eine Wand, da wollte ich nicht dagegen. Ach du Scheiße, hier sind ja Steine. Ey, das bockt sich ja mal übelst, what the fuck? Was ich auch gemacht habe, in LA bin ich mal mit dem Motocross in der Beta rumgefahren und da halt Treppen und so hoch. Das hat sich auch echt gebockt, ja. Hier eigentlich noch mal irgendwo einen Sprung raushauen, aber hier kommt nichts. Da ist der Sprung, ich mein Salto, ja, aber egal, schauen wir mal nach. Ich würde sagen, wir machen einfach noch ein Motocross-Rennen, weil das bockt sich schon.
Ach scheiße, ich hab Musik aus. Oh nee, aber gut, für die Folge ist dann eh wieder wurscht. Ich krieg ja wieder Copyright-Verletzungs-Scheiße hier wegen dieser Musik. Hör zu, ich hab ein Rennen für dich. Du willst Zuschauer? Da hast du sie. Oh, what the fuck? Dieses Event ist so ungewöhnlich, dass es zu einem Großereignis geworden ist. Alle Top-Fahrer werden da sein. Nur vor einem musst du dich in Acht nehmen. Tucker Morgan. Er redet nicht viel, aber sein Fahrstil spricht für ihn. Also schnapp dir deine Maschine und schlag ihn. Klar? Three. Two, one, go. One. Erreiche die Top 3. Ach du Scheiße. Ah, das war aber in der Beta auch schon. Das ist übelst geil. Nee, Motocross ist schon ganz geil, auch wenn die Steuerung in der Außenansicht so naja ist. Finde ich jetzt persönlich, also muss eh wieder jeder selber entscheiden. Bevor sich einer fragt, mit wem ich davon auf Englisch geredet habe, es war hier wieder jemand im Livestream. Ich weiß nicht, ob der das noch mitbekommen hat, weil ich habe es zuerst gar nicht gelesen. Aber nein, der hat nämlich gefragt, ob es Black Gewalt ist, the crew through worth buying. Ja. Also für alle, die sich von euch das auch noch fragen, ich würde sagen ja. Auch wenn die Steuerung, wie gesagt, zu dem einen da, wie gerade auch schon zu dem einen gesagt, so manchmal, naja, nicht so geil ist. Aber trotzdem ist es ganz geil. Oh, wow, wow. Ja. What the fuck? Der Sprung gegen die Wand da war schon echt geil. Und jetzt hier in LA rum. Mann, ist auch echt geil. Und da hatte ich nämlich, wo ich in der Beta mit Motocross in LA so rumgefahren bin, auch eben die Idee, man könnte so eine, ja, Cops and Robbers in der Art machen. Die Robbers sind halt eben, also die Verbrecher, Diebe sind halt eben auf den Motocross-Rädern unterwegs und die Polizei halt. Ich hätte da sogar so eine Idee, dass, weil es gibt ja diesen Heli, dass halt einer im Heli ist und immer sagt, wo die sind und ein, zwei Leute am Boden, einer mit dem Auto und einer halt eben auch mit dem Motorrad irgendwie. Finde ich ganz cooler, da muss man halt zu mehreren sein, ob man das so hinkriegt. Mal schauen, ich find's verdammt geil auf alle Fälle. Nein, Georg, du gewinnst hier nicht. Ich komm dich holen. Ja, Schnauze. Upp. Ja, wow, warum ist er jetzt ein Cutscene? Achso, deswegen. Ja. Weißt du, ich stehe ganz oben, obwohl ich zweiter wurde. Oh nein, das habe ich in der Beta auch schon so. Ah, warum? Ah, Wade, nein. Wade, hier drüben. Egal. Wie wär's mit einem Foto von dir und dem Sieger, Wade? Oh nein, das ist so. Ah, warum? Da hätte man als Aufgabe machen müssen, dass man Erster wird, weißt du? Ja, das war ganz perfekt. Aber nein, warum macht man sowas? Ah. Was ist los? Ja, der Sieg zählt, aber weißt du was noch? Die Strecke. Ob tiefer Wald oder Innenstadt, egal. Wenn es einen Weg gibt, finden wir ihn. Wenn es keine Straße gibt, machen wir sie uns. Im Ernst, wenn du dem Pfad eines anderen folgen willst, bist du hier fehl am Platz. Nee, diese kleinen Storys sind auch, finde ich, echt geil. Wetten wir, das kann man nicht kaputt fahren, ja, war ja klar. Aber Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir vielleicht mit Jet Sprint weitermachen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Motocross-Folge hat euch gefallen. Und in einer der nächsten Folgen wird dann auch die neue Live Extreme Series gefahren. Von dem her, haut's rein. Ciao, servus.